Wir haben ihr die Bücher damals jeden Tag zur Schule gebracht. Wir haben uns das Leben manchmal ihretwegen schwer gemacht. Wir haben sie im Kino in der letzten Reihe schüchtern geküsst. Und jeder wusste bald, dass er für sie nicht gut genug ist. Sie wollte damals immer schon ein ganz besonderes Mädchen sein. Und irgendwie sah das sogar die anderen Mädchen ein. Tina hatte zwar mit denen überhaupt nichts im Sinn, trotzdem war sie auch für die wie eine Königin. Und alle Boys sagten, weg der Kaiser von China, gebe ich alles für Tina. Ich würde nicht wohnen, alles zu tun, bis ich der Diener bin bei Tina der Königin. Wäre ich Kaiser von China, wäre das sicherlich prima. Aber so ein Reich wäre mir ganz gleich, bekäme ich die Tina dafür. Ich habe sie nach ein paar Jahren endlich wieder gesehen. Immer noch die Königin und mindestens genauso schön. Und weil ich nicht mehr der kleine Junge aus der Nachbarschaft war, machte ich die stolze Festung zur Eroberung klar. Sie zeigte keinen Widerstand und doch war sie nicht schwach. Sie kam von ihrem Thron herab und gab ganz einfach nach. Die Königin hat ihren Glanz in meine Hütte gebracht und lebt noch heute mit mir zusammen unter einem Dach. Ich hör mich noch sagen, wäre ich der Kaiser von China, gäbe ich alles für Tina. Ich würde nicht ruhen, alles zu tun, bis ich der Diener bin bei Tina der Königin. Wäre ich der Kaiser von China, wäre das sicherlich prima. Aber so ein Reich wäre mir ganz gleich, bekäme ich die Tina dafür. Wäre ich der Kaiser von China, gäbe ich alles für Tina. Ich würde nicht tun.